hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema Zero Waste auf Reisen gehen. Indien hat uns halt auf dieses Thema quasi aufmerksam gemacht, was das Thema Müll angeht. Deswegen versuchen wir jetzt auch, weil wir haben immer gesagt, wenn wir zu Hause sind, dann versuchen wir alles Zero Waste und wir gehen unverpackte Läden und haben das immer verschoben auf zu Hause. Und dann haben wir gedacht, nee, warum auf zu Hause verschieben? Wir sind jetzt noch ein paar Monate unterwegs. Und deswegen machen wir uns heute mal auf die Suche nach einem Unverpacktladen hier mitten in Bangkok und mal schauen, ob wir hier etwas finden. Auf geht's! Wir haben unsere Refill Station gefunden, hinter uns! Ja, dann mal rein mit dir! Zahnbürsten aus Holz, Strohhalme aus Edelstahl. Oh, das ist aus Silikon. Echt? Ist das auch gut? Okay. Und hier kann man sich ganz viele Sachen nachfüllen. Duschgel. Wow. Leute, das geht. Gestern im Supermarkt haben wir Nüsse gesucht, ohne Plastik, aber keine gefunden. Und jetzt haben sie hier welche. Cashews kosten ungefähr 2 Euro für 100 Gramm und Mandeln auch. Getrocknete Bananen 1 Euro für 100 Gramm. Ja, das ist gut. Aber kein Fisch und kein Fleisch. Und das heißt auf Thailändisch Mansa Vilat. Süß, wie die sich um uns kümmern hier. Aber wir haben jetzt auch gesagt, nicht hier einpacken, sondern... Wir haben eine Plastiktüte und ein Plastik, eine Plastikgabel. Aber wir lassen gerade alles die ganze Zeit da rein. Ja, da war jetzt schon veganes Sushi drin und irgendwas anderes. Und jetzt kommt dieser Reis rein. Was haben wir da gegessen? Ah, so ein mit Pak Choi, so mit Kraut und Zitronensoße. Oh, das war so lecker. Und jetzt kommt hier noch der Reis rein. Genau, also einmal immer wieder verwenden, Leute. Genau. Manchmal kann man, wenn man jetzt, man kann natürlich sowas Tupper oder sowas von zu Hause mitnehmen, haben wir jetzt nicht gehabt. Wir hätten auch unseren unseren Militärkocher mitnehmen können, haben wir vergessen. Also. Versuchen halt das Beste zu machen, was geht, ne? Das Beste, was geht. Also, wir sind noch hier beim Thema Zero Waste. Also, wenn man das Haus oder das Hotel oder das Hostel verlässt, immer einen Jute-Sack mitnehmen, falls man doch unterwegs was einkauft, man weiß es ja nicht. Auch wenn man sagt nein, dann sowas. Man kauft vielleicht immer was ein. Für Kräuter, für kleine Sachen, Obst, Gemüse, das was haben wir gestern gekauft, immer. Ne? Das hier hatten wir irgendwie, was war denn hier drin? Ich weiß es nicht mehr. Ach, da waren Kekse drin. Da waren Kekse drin und ja, das wollen wir nicht gleich wegschmeißen, auch wenn das Plastik ist. Und nehmen es jetzt einfach mal mit. Es ist halt ein bisschen leichter und handlicher, wenn wir doch irgendwie noch unterwegs Streetfood finden. Lassen wir uns das einfach hier reingeben. Und noch so einen kleinen Löffel nehmen wir mit. Dann sind wir immer vorbereitet, wenn wir doch Streetfood essen sollten. Auch wenn wir es nicht eingeplant haben. Aber hier musst du immer einplanen, Streetfood zu essen, weil hier gibt es so viele leckere ja, Sachen. Ja, man läuft immer über was Leckeres vorbei. Also seid vorbereitet, einfach mal mitnehmen. Rucksack habt ihr meistens eh dabei. Thank you.
In Chinatown gibt es natürlich chinesisches Essen. Und? Schmeckt gut, oder? Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber es ist echt lecker. Das hier sind gebratene Tofu-Röllchen. Und ich esse das erste Mal mit Stäbchen. Und dann haben wir hier drin noch eine leckere Suppe und Nudeln. Das ist auf jeden Fall mega, mega krass geil. Was mit ihr denn mehr? Thailändisch oder Chinesisch? Lass doch mal einen Kommentar da. Ein Kommentar da. Kommentar da. Scharf. Das ist ein bisschen scharf. No plastic. No, no, no. Ja, sehr konsequent. Und warum sind wir jetzt in den Supermarkt gegangen? Weil wir das kochen wollten. Ja, und wir haben es halt nichts gefunden draußen, ne? Wir haben draußen nichts gefunden. Also haben wir gesagt, okay, probieren wir, aber es gibt genug lose Sachen, Leute. Wenn ihr eure eigenen Beutel mitnimmt, geht es auch. Ja. Geht auch. Also wir versuchen schon immer draußen zu kaufen, aber heute war es echt nicht möglich. Oder es hat einfach super lang gedauert. Haben wir richtig viel gesehen, aber kein Gemüse. Kein Gemüse, ja. Und jetzt haben wir einfach alles hier so draufgeklebt. Also das waren jetzt die Eindrücke über Zero Waste auf Reisen. Zumindest ein paar. Natürlich sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein wollen. Aber wir versuchen einfach uns langsam Step by Step ein bisschen voranzuarbeiten. Genau, also bei Zero Waste ist es eigentlich ganz wichtig, sich gut vorzubereiten und immer eine Tupper-Schüssel, einen Löffel dabei zu haben und halt auch vielleicht Strohhalme. Und schon kann man ganz viel einfachen Plastikmüll vermeiden. Und uns würde es nochmal interessieren, was du dazu sagst, ob du irgendwelche Tipps hast oder ob du das total unnötig findest und gar nicht drauf achtest. Egal welche Meinung du hast, sag es uns in den Kommentaren und wir freuen uns schon drauf. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann... schon mal danke dafür. Genau, vielen Dank. Wenn nicht, dann auch ein Danke. Und ansonsten freuen wir uns, dass du eingeschaltet hast und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, Kakao. Oh, hier haben Bananen. Wie cool. Aber wer macht denn sowas? Also Leute, ich weiß nicht, wie auf so eine Idee kommt. Banane mit einer Naturschale. Eine Plastikschale. Also das ist für mich komplett absolutes No-Go. So funktioniert Zero Waste natürlich nicht. Okay. So geht's nicht. Raus hier. Wieder was gelernt. Thank you.